Ja, ich finde, mein Auto sieht mega geil aus. Ich finde es ja eigentlich auch echt ein bisschen schöner als das von den anderen zwei bei Abt. Ja, das Weiß und das Grün mit dem schwarzen Kombi sieht mega geil und irgendwie auch echt gefährlich aus, finde ich. Naja, in einem Formel und auch im Prototypen hast du halt sehr viel mehr Aerodynamik. Das Auto wiegt einfach sehr viel weniger. Du kannst sehr viel mehr Speed mit in die Kurve nehmen. Du hast keine Fahrhilfen. Um GT3-Fahrzeug hast du ABS, du hast Reaktionskontrolle, du hast über 1200 Kilo. Das dauert alles ein bisschen, bis da irgendwas passiert und musst einfach sehr viel entspannter fahren. Das ist somit der größte Unterschied und auch wirklich, sag ich mal, nochmal eine Umstellung, das Auto nicht zu überfahren. Ich freue mich auf das gesamte Jahr. Also ich glaube, dass es eine Riesenchance ist für mich, dieses Jahr eine DTM zu fahren. Dank Schaeffler mit Abt habe ich da, glaube ich, auch ein sehr, sehr gutes Team hinter mir stehen. Und solange ich mich über das Jahr halt verbessere, die Gap nach vorne schließe bzw. so gut wie möglich aufhole, sage ich mal, kann ich, glaube ich, zufrieden sein. Im Monza wird sich, glaube ich, echt erst zeigen, wo wir so stehen. Jeder hat hier so ein bisschen BOP im Hinterkopf. Von daher sind Testtage immer ein bisschen schwer zu vergleichen. Ja, ich meine, mit Schaeffler arbeite ich ja jetzt seit Oktober letzten Jahres zusammen und bis jetzt läuft alles super. Also es ist sehr viel mehr aus der Partnerschaft entstanden, als ich eigentlich am Anfang dachte. Ich meine, ich darf dieses Jahr DTM fahren für Abt und das hat ja alles irgendwo Schaeffler, habe ich Schaeffler zu verdanken. Von daher bin ich sehr happy über die Partnerschaft. Es läuft alles sehr gut und man merkt wirklich irgendwie, dass es ein Familienunternehmen ist und alle sich irgendwie versuchen zu unterstützen. Ich habe mit Marco, sag ich mal, schon öfters zu tun gehabt, beziehungsweise man kennt sich natürlich immer irgendwo im Motorsport über die letzten Jahre schon und ich weiß, dass er schon ein paar Jährchen mit einem grünen Auto, sag ich mal, unterwegs ist und ja, ein Rennfahrer, den, glaube ich, jeder sehr hoch schätzt und auch dieses Jahr wieder sehr hoch schätzen wird, ist extrem schnell. Mit dem M6 ist es natürlich irgendwo ein bisschen schwerer für ihn dieses Jahr, aber ja, ich glaube, dass Schaeffler da zwei sehr, sehr starke Rennfahrer dieses Jahr in der DTM hat.